Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder das Battle Royale Update oder Homageddon Event, je nachdem wie man es nehmen darf. Und heute schließen wir ja schon wieder fast den ersten Akt ab. Heute ist ja Samstag und am Dienstag fängt dann der neue Akt an. Deine Stadt ist voll, begeistert ein paar Plagegeister. Ja, dieser Akt geht ja nur noch 2 Tage und 23 Stunden. Und diesmal habe ich wirklich noch nicht den letzten Preis. Sonst hätte ich den ja bestimmt schon. Aber dieses Event ist wirklich ein bisschen, naja, sagen wir, ein bisschen schwieriger als die anderen Events. Nicht so sehr schwierig, es ist zwar schaffbar, machbar ja. Ich werde es wahrscheinlich auch ziemlich gut schaffen. Vielleicht hier sogar nochmal eine zweite sicherlich, aber eine dritte. Dritte, dann bräuchte ich nochmal 6.000. Dann schaffe ich sogar noch drei weitere, also mit der noch einberechnet, dann schaffe ich noch drei weitere Donut-Boxen schaffen. Also ziemlich sicher. Und dann können wir einfach mal die Preise anschauen. Also das Trainingsgelände, das ist ja der dritte Preis. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Sieht eigentlich recht gut aus, wenn man das antippt. Okay. Ich schaue es einfach mal zu Ende an. Aber weiter geht die nicht mehr, oder? Am Fluss hört sie dann auf, die da, wo da rumrennt. Jetzt geht sie dann in den Fluss rein, das taucht dann ein anderer ab. Ja, die taucht nicht mehr auf. Doch, dass die jetzt das ganze Trainingsgelände umrundet. Aber dies ist anscheinend nicht so. Da hat er halt ihr dann keine Lust mehr. Haben sie halt nur halb gemacht. Vielleicht mit der Ausrede, dass sie dann da unten versunken ist. Ja, so viel zum Trainingsgelände. Als vierter Preis haben wir dann noch General Bart bekommen. Die Aufgaben von ihm habe ich jetzt schon alle abgeschlossen. Und die Dialoge kommen ja dann am Ende vom General Bart und durch den sind es auch ziemlich viele, 75 um genau zu sein, also 75 Dialoge. Und der fünfte Preis waren dann 350 Stück Schrott. Also habe ich 1572 Schrott. Die können wir ja direkt mal ausgeben. Zuerst mal spiele ich euch das Video ein, wo ich schon mal das ausgegeben habe. Wegen den Prozente, deswegen kann ich nicht alles direkt im Video kaufen, sondern muss es in mehreren Videos sozusagen aufteilen. Ja, dann schauen wir uns einmal, oder dann seht ihr das Video. Und ja, so, und dann stellen wir einfach mal den Spielplatzausguck her. Weil der bringt ja genauso viele Prozente wieder, wie die Gräben. Ja, wir stellen ihn genau dahin. Da ihn immer in den blauen Bereich setzen. Dann kommen wir, glaube ich, noch ein paar gerade Gräben. Kann man ja immer gebrauchen. 6 Stück, ja, dann steigen wir wieder eine Stufe auf. Kurz und schmerzlos machen wir das einfach mal. Platzieren das ja auch direkt im Bereich. Aber das sieht schon wieder aus, dass ich hier so einen Endgraben verbaut habe. Den müssen wir dann noch nachher umstellen. Also sieht es ziemlich, naja, ziemlich schrecklich aus, kann man schon so sagen. Und da hinten ist anscheinend auch wieder so eine Endzone. Deswegen stellen wir das erstmal vorläufig so hin. Dann müssen wir die noch irgendwo anders hinstellen. Aber erstmal haben wir hier das Level gestiegen. Als nächstes müssen wir dann den Spielplatzraumschiff, oder Spielplatzraumschiff hieß das so. Das habe ich viele zu schnell weggeklickt. Aber das muss man einfach hier mal die paar Gräben noch schöner machen. Da ist schon wieder ein Endgraben da hinten drinnen. Aber erstmal kümmern wir uns um den da vorne. Stellen den einfach so da hinten hin. Sieht zwar auch nicht so elegant aus, aber wenigstens sieht es das da vorne elegant aus. Das ist, glaube ich, ja wichtiger. Da hinten passt auch wieder nicht, den müssen wir nur wieder erwischen. Okay, haben wir ja zum Glück geschafft. Weil manchmal ist es einfach unmöglich. Da kann man die einfach nicht holen. Sieht so eigentlich schon wieder viel besser aus. Ja, viel besser. So, und dann können wir jetzt mit dem Spielschiff weitermachen. Können wir leider ein Spielschiff herstellen. Also auf dem Bild sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Okay, jetzt haben wir wieder den Mega-Lag. Manchmal laggt es einfach so sehr. Fängt sich aber nach 10, 20 Sekunden wieder. Das letzte einfach, jetzt habe ich vorhin schon auf Platz 10 gedrückt. Und braucht natürlich mal wieder ewig. So kennt man das doch.
in der Aufnahme passiert ist. Naja, passiert es ja öfters. Weil hier mein Audioaufnahmeprogramm und Bildschirmaufnahmeprogramm hauptsächlich. Es beansprucht den ganzen CPU. Ja, aber jetzt müsste sich schon langsam wieder fangen. Es geht immer noch nicht. Also ihr könnt sie einfach schon mal dahin stellen. Ich glaube, neben dem Trainingsgelände ist wieder etwas flüssiger. Hat sich wieder ein bisschen gefangen. Aber noch nicht so sehr. Können wir das antippen? Also, dass sie hier alle Animationen haben. Das war in meiner Sieben, glaube ich, nicht so. Da haben fast keine Animationen gehabt. Aber das haben wir zum Glück wieder. Welche Animationen? Ja, das sieht eigentlich recht gut aus. Das sieht eigentlich recht gut aus. Zu Bart kommen wir dann später. Daher hat es immer am Ende anhängen. Und ich würde es an eurer Stelle. Und ich wirklich. Da wirklich. Ja, wirklich warten. Bis ihr Akt 1 vorüber ist. Weil, wenn ihr die dann einfach nochmal ein paar Endgraben herstellt oder so. Einfach für das hier. Einfach für den. Duffbier-Bonus. Dann zählt der, glaube ich, nur. Sind nur Gerüchte, aber ich vermute es auch eher. Dann zählt es jetzt nur für diesen Spielplatz und nicht für die anderen. Nicht für die Basis aus Müll oder so, wo dann im zweiten Akt kommt. Deswegen würde ich es an eurer Stelle sein lassen. Und dann in Akt 2 komplett dann reinstarten. Mit zum Glück dann vielleicht schon 10%. Kann ja eigentlich möglich sein. Wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was anspare, habe ich bestimmt 1500. Aber ist ja noch nicht so wichtig. Weil das werde ich ja sowieso schaffen. Das werde ich wahrscheinlich sowieso schaffen. Oder es sieht schon mal gut aus. Ja, aber in 3 Tagen ist es wirklich machbar. Oder ich glaube zumindest wirklich daran. Dass wir das ziemlich gut schaffen. Ich habe leider nur noch 83 Donuts. Weil ich hier in Prozente das alles reingesteckt habe. Ich glaube, das waren ganze 300 Donuts. Aber dafür bekomme ich jetzt schon wieder in der Woche 15 Donuts mehr und eine halbe Million Geld mehr. Die halbe Million kann man ja wieder in Geld reinstecken. Das ist ja Maus Express kommen. Also das ist wirklich mal ein gutes Geldangebot. 2 Figuren. Und dann hier noch so eine Animation. Also ich denke, das wäre ein gutes Angebot, wenn man vielleicht die Donuts hätte. Ja, wenn man die wirklich hätte. Schauen wir mal, ob nochmal ein neues Sahn reingekommen ist. Ja, der Helikopterflug ist reingekommen. Schon wie der aussieht. Kann man ja einfach mal so hinstellen. Ging eigentlich, aber den werden wir uns wahrscheinlich nicht kaufen. Und das war's dann, glaub. Oder der 2 WG-Panzer. Ich glaube auch nochmal neu reingekommen. Deswegen werden wir uns heute nur eine Tag des jüngsten Gerichts Überraschungsbox kaufen. Auf der Hoffnung, dass wir Mutantenhasen oder das Ligunen-Paket bekommen. Okay, der Polizeipanzer wäre jetzt auch eigentlich noch okay. Aber es gibt hier so 3 Nieten. Genau, die müssen wir jetzt natürlich rausfischen. Aber der Mutantenhasen, der ist so der Hauptpreis. Weil das ist eine neue Figur. Ja, diese Boxen machen zum Beispiel mehr Spaß als sowas zu kaufen, dann hat man das sofort. Es macht einfach mehr Spaß. Also das muss man auch schon mal wirklich lassen. Wenn man dann genau so ein Zombie-Sandwich hier bekommt. Naja, das ist dann ja dann nicht so viel Spaß. Aber das wird eigentlich gut in die Ecke da reinpassen. Wird eigentlich wirklich gut reinpassen. Okay, was kann der überhaupt machen? Ich glaube, da habe ich irgendwas gelesen. Das ist so ähnliches wie was ähnliches wie die wie das Arbeitsamt ist. Habe ich nur mal gehört. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Naja, wir können uns ja überraschen lassen. In Akt 2. Wenn wahrscheinlich wieder neue Preise reinkommen. Aber keine neuen Figuren. Und am 12. Februar. Ich weiß nicht, wann ist denn überhaupt Valentinstag? Weiß ich jetzt nicht hier so auswendig. Am 14. ist ja Valentinstag. Und da hat EA natürlich wieder so ganz gute Angebote. Neue Box. Valentinsbox. Näheres werde ich euch hier nicht erzählen.
will ja auch nicht spoilern. Ich weiß es zwar selber noch nicht, aber das könnte man herausbekommen. Aber ich lasse mich einfach überraschen, was in der Box drin ist. Deswegen will ich keine weitere Box kaufen. Ich glaube, die kommt am 12. oder 13. Die Box. Das wäre dann schon in einer guten Woche. Ja, kann ein bisschen aufrunden. Derzeit muss ich dann noch ein paar Donuts produzieren hier für die Box, die 60 Donuts kosten wird. Und so wie schon mal zu diesem Thema. Und dann komme ich einfach mal zu den Dialogen. Also los, ihr Babys. Steigt in eure Trainingshosen und legt die Fläschchen beiseite. Er weiß gar nicht, wie sehr er damit den Nagel auf den Kopf trifft. Okay, jetzt wird's ernst. Ich will, dass alle bis Sonnenuntergang Lauftraining machen. Los, los, los. Ich muss protestieren. Ich bin fürs Zarte, nicht fürs Harte. Wobei ich weder von dem einen noch von dem anderen Ahnung habe. Ich hatte gehofft, unehrenhaft entlassen zu werden, bevor es losgeht. Wie mein Dad damals in der Armee. Ich spüre meine Hände nicht. Fühlt sich lustig an, wenn ich mich damit betatsche. Okay, Schluss mit dem Lauftraining. In dieser Stadt gibt es eh keinen richtigen Sonnenuntergang. Also gut, suchen wir es nochmal. Stellt euch vor, eure Eltern haben euch ins Bett geschickt, aber vergessen, euer Babyphone anzustellen. Babyphone, brauchen die das wirklich noch? Hui, ich habe plötzlich so viel Energie, ich kann Unsinn machen, ohne dass die Eltern es merken. Bewegt euch, ihr Waschlappen. Milhouse, Zeit fürs Bett. Ich schwing mal meinen Hintern hier weg, dass mir sicher leichter fällt als dem Fettarschhaumer. Oh nein, lässt du schön bleiben, Mister. Wir sprechen das jetzt durch. Die mich alle um den Megaspielplatz balgen, bin ich ganz schön abgeschmiert. Wo kann man nach einem völlig unproduktiven Tag überhaupt noch in Ruhe ein Päuschen machen? Das habe ich mich gefragt, bis ich auf Maus Express Bowser gestoßen bin. Kannst du mir beim Aufbau helfen? Dann haben der gute alte Gil und seine Jungs endlich eine weitere Anlaufstelle neben Maus Taverne. Hol dir Larry, Sam und Maus Express. Dann halte ich mir animierte Shops für Maus Stammgäste. Ja, ein Versuch war es wert. Da ich mir nicht einmal Nägel zum Zusammenbauen leisten kann, werde ich das Holz wohl verheizen. Okay, ich verspreche euch den Sieg und jede Menge Spaß. Jetzt sind wir wirklich im Krieg. Mom, wie kannst du hier sitzen und das einfach geschehen lassen? Ganz einfach, weil es so schön friedlich ist, seitdem die Jungs immer außer Haus sind. Du weißt ja gar nicht, wie befreiend das ist, einfach Stopp zu sagen, ohne ständig Füße hoch sagen zu müssen. Aber du hast recht. Sollen die Jungs in ihren Schranken verweisen, bevor die ganze Stadt durchdreht wie sonst immer. Aber wie willst du sie an einen Tisch bringen? Das ist der älteste Trick einer jeden guten Hausfrau. Bart, Homer. Das Schweinehindernschinken im Speckmantel ist fertig. Ach hin, Milhouse. Ich komme zu spät zum Sportunterricht. Ich will da nicht hin, Bart. Ich habe immer noch Kopfschmerzen vom Völkerball letzte Woche. Heute spielen wir Heldenhockey. Da wird dir was ganz anderes wehtun. Ich fing mal meinen Hintern hier weg, was mir sicher leichter fällt als dem Fettarschhaumer. Okay, hatten wir das nicht schon? Also den Spruch hatten wir schon einmal. Das ist nicht doppelt gescreenshottet. Ich spreche das jetzt durch. Ja. Es ist eine Falle, eine köstliche Falle, aber danach spricht dein Homer was. Hat er hier gerade das doppelt gemacht? Oder habe ich jetzt doppelt gemacht? Aber das war ja schon ein paar Dialoge her. Also ich glaube das nicht, dass ich da was falsch gemacht habe. Naja. Egal, machen wir einfach weiter. Es ist eine Falle, eine köstliche Falle. Wir kriegen trotzdem noch was zu essen, oder? Natürlich. Das ist nicht fair. Die Erwachsenen kriegen alles. Trauma ist alles, sogar mein Abendessen. Das kannst du nicht beweisen. Nimm einfach das Friedensangebot an und wir können wieder normal Abendessen haben. Niemals. Nimm dies, Kartoffelknopf. Niemand verschwendet Marschaufläufe und kommt mit dem Leben davon. Du hast Akt 1 der Geschichte abgeschlossen. Ich festige und überfalle weiter den Megaspielplatz. Akt 2 beginnt schon bald. Diese Ausrüstung ist Mist. Das ist kein Eishockeyschläger, sondern ein an einem Besenstiel geklebte Banane. Der Puck riecht auch komisch. Das ist der Rest vom Schulessen gestern. Fleischpasteten. Sag Willi Bescheid. Wenn ihr mit Spielen fertig seid, er macht sich den Puck noch fürs Essen warm. Skinner, wir brauchen eine bessere Eishockey-Ausrüstung. Tut mir leid, Simpsons. Das Budget für dieses Jahr ist schon verplant. Ihr müsst euch eure Pucks selber kaufen. Eine bodenlose Frechheit. Kein Puck. Das bedeutet Krieg. Okay, mal wieder eins zu weit. Jetzt habe ich nochmal eins auf weiter getippt.
Zuerst muss ich etwas auskundschaften. Ich kenne die Lehrer. Die geben mir immer einen Teil des Schulbudgets für sich selbst aus. Ich muss nur herausfinden, wofür. Eine neue Cappuccino-Maschine, ein 4K-Fernseher und eine Massagesessel? Das ganze Schulbudget wird also für die Einrichtung des Lehrerzimmers verbraten. Milhouse, trommle die Division zusammen. Okay, aber die meisten Jungs haben schon einen Wolf vom vielen Laufen. Harte Zeiten fordern harte Entscheidungen. Dann bringe ich auch die Mädchen ran. Aber ich habe Schwierigkeiten, mit Mädchen zu sprechen. Stell dir vor, sind gut riechende Jungs. Sag ihnen, dass wir uns vor der Schule versammeln. Denn was wollen wir uns schon beibringen? Etwa, dass man sich schamlos auf Kosten seiner Schutzbefohlenen bereichern kann? Helikopterflug. Du wirst im Alltag entfliehen, dann ist ein Helikopterflug genau das Richtige. Zumindest, bis du wieder da landest, wo du losgeflogen bist. Milhouse, du kommst mit mir. Jawohl, welche Einheit sind wir? Die Nukleareinheit. Der Krempel, den du da kaputt gemacht hast, war gut versichert, Simpsons. Danke, dass du uns hilfst, ein paar neue Sachen zu bekommen. Dann lassen sie mir keine Wahl. Milhouse, Zeit für die Nuklearaktion. Mami, ich hab Aua vom Sportunterricht. Und der Hallenboden hat meine Shorts gefressen. Was? Deine blauen Shorts? Dein Markenzeichen? Ich werde mich ganz oben beschweren. Skinner! Warum rufen mich all diese Eltern mit ihren Beschwerden über die Turnhalle an? Sir, es ist gerade etwas schwierig, geeignete Bedingungen für den Sportunterricht zu gewährleisten. Wie ich sehe, haben sie allerlei neuen Schnickschnack im Lehrerzimmer. Tauschen sie den gegen neue Völkerbälle und Eckfahnen ein. Oder was diese Eltern sonst noch so wollen. Ich lasse mich nicht länger beim Golfen stören. Ja, Sir. Und wieder mal schlagen die Kleinen die Großen. Die Schlacht ist gewonnen. Aber der Krieg der Jugend geht weiter. Wow, ein cooles neues Schlachtschiff. Und du bist jetzt nochmal. Und du bist jetzt nochmal wer genau? Admiral der Navy von Springfield? Hey, wenn sogar die Schweiz eine Marine haben darf, kann ich das auch. Das Bad über die Deck spazieren. Ja, Bart ist ja noch ziemlich beschäftigt. Vielleicht finden wir jetzt sogar heraus, was es Tommy Sandwich hier kann. Ich habe so eine Vermutung. Okay, 60 Minuten kann man da jeden hinschicken. Aber die werden Premium entlohnt. Aber 60 Minuten sich eben einzuloggen. Naja, das ist ja nicht so meins. Das ist echt nicht so meins. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht nutzen. Ich dachte, das wäre sowas ähnliches wie die. Wie das Arbeitsamt, aber es ist sogar noch schlimmer. Unglaublich, dass wir es jetzt geschafft haben und die Statusleiste um. Da würde ich auch immer hinkommen. Also der ziemlich einfachste Plan. Sonst war es dann eigentlich schon, was wir heute machen können. Weiter geht es dann wahrscheinlich im Akt 2. Dann würde ich einfach mal sagen, was ist hier von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Und ja, ciao.